Tag 3. Wieder mal am Flughafen. Singapur abgeschlossen. Die Füße glühen immer noch. Ich habe Wadenmuskelkater. Why? Auch nicht. Und jetzt laufen wir schön entspannt zum Gate. Haben noch gut 45 Minuten, bis wir einsteigen können. Alles wurde geprüft, ob wir auch wieder aus den Philippinen ausreißen. Ja. Und der Bonbon vom Service Desk schmeckt gut. Das ist doch hervorragend. Jetzt checken wir noch mal ein bisschen Terminal 4 aus, weil niegelnagelneu und wunderschön. Zeigen wir euch mal ein bisschen was davon. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules? And imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. Nur 34 Grad und 3 Stunden Flug in einem sackenengen Flugzeug. Aber gut, das wusste man ja vorher. Jetzt gleich hoffen, dass das Gepäck angekommen ist, aber das war ja ohne Umsteigen. Und dann Immigration, Taxi, Hotel. Hey, and I start to think, honey, I'm a perfect day. Wir müssen ja auch weitermachen mit dem Video. Doch. Und ich habe wohl vergessen, also ich habe gefilmt, aber ich habe nichts moderiert. Wir sitzen im Myeongbashi Thai. Wir haben sozusagen Nachtisch jetzt. Nochmal spicy Salmon Sashimi, weil es so gut ist. Wir hatten Chicken Teriyaki, wir hatten Fleischtaschen, Sushi und keine Ahnung, ich kann es nicht definieren. Alles sehr lecker. Wir sind satt und wir geben hier kaum Geld aus. Bier schmeckt auch. Läuft also. Also die 4 Stunden in Manila sind jetzt schon, haben sich schon gelohnt. It gets